Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und heute reagieren wir auf zur zweiten Folge oder zweiten Folge von dem Maya-Projekt oder wie auch immer. Haus fast fertig von Nickel. Von Nick. Von Nico hier, von YouTuber Nickel Dev 77 Real. Ich bekomme den Namen, weiß den Namen noch nicht. Hey Leute, schaut rein, let's go. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich baue mit euch heute das Haus hier aus, weil ich habe eigentlich habe ich eine Folge hochgeladen, wo ich den Boden und hier in das Lager kann ich mal zeigen. Warte, habe Holz verloren. Das Lager hier gemacht habe, aber die Folge ist angeblich zu lang. Deswegen kann ich sie nicht veröffentlichen. Also das ist hier das Lager und also ich werde es vielleicht mal ein bisschen größer machen. Also nach so. Und nach so, aber muss es noch. Ja, dann musst du, wenn das nicht funktioniert, ne? Dann musst du halt. Du musst deine Nummer mal verknüpfen mit YouTube und dann deine Nummer eingeben und das bestätigen und dann kannst du auch länger auf Videos machen. Das will ich nur mal als Tipp geben, Nico. Mal schauen. Aber jetzt machen wir erst das Video siehst, ne? Mal die Wand. Und man hört, ich bin ein bisschen erkältet, weil es eine super Zeit ist, wenn man erkältet ist. Ich bin aber auch. Ich bin auch erkältet, richtig nervig. Im Winter bin ich erkältet. So. Ja. Also ich bin seit Winter erkältet, deswegen nicht wundern, aber ich hoffe, es wird irgendwann besser. Weil, ja. Das nervt halt schon, wenn die Nase läuft und dann. Da hat er recht, es ist nervig, die Nase läuft, du willst ein Video aufnehmen, das ist richtig kacke. Kann man halt nichts machen. Das ist halt auch der Gang zum AFK-Raum. Weiß man auch mal. Muss ich sagen, wenn ich für den Base baue, oder mache ich das halt, wenn ich ein neues Projekt starte, mache ich auch wieder alles unterirdisch. Also ich wollte das unterirdisch wahrscheinlich machen, weil das finde ich entspannter, weil ich. Also das finde ich. Also meiner Meinung nach finde ich das besser, weil ich hasse das mit diesem blöden Häusergebau. Ich drehe nämlich bald. Ich bin nämlich irgendwann komplett durch so. Weil ich mag es lieber unterirdisch. Finde ich besser. Fackel setze ich gleich. Ich muss halt erst ein Haus haben, so ich weiß unter Dings, das finde ich cooler. Das da drüber mache ich gleich nochmal und dann und ich mache das hier halt erstmal. Ja. Übrigens, ne, die Thumbnails, die er hat, die wollte ich nur sagen, die mache ich halt immer für ihn so. Oder das heißt, wenn ihr jetzt wissen wollt, ja, mache ich halt. Aber ich will dafür und ich habe gesagt, so wenn du das willst, so die Intros, die er hat, jetzt auch von mir. Und ja, warte, wo ist denn das jetzt? Warte, ich muss gerade suchen. Und ja, auf jeden Fall möchte ich das nur sagen. Mann, wieso? Und dann sag ich wieder. So, da bin ich wieder. Das hat drüber mache ich gleich nochmal und. Ich mach das hier halt erstmal. Ja. So. Weil dann, wenn man hier steht, kann man so rein, ist so ein Klarraum, und geht dann halt wieder so raus. Aber ich überlege, ob ich das nochmal vielleicht anders baue. Vielleicht baust du gleich dann nach da so nach hier rein. Aber das gucke ich vielleicht erstmal noch. Erstmal gefällt es mir halt so.
ja. Das mache ich gleich nochmal und dann arbeiten wir jetzt hier erstmal an der Wand. Ich weiß nicht, soll ich... Ja. Komm, wenn das schon so ist, dann mache ich das halt auch. Entspannt, man. Also ich mache jetzt ja, wie gesagt, bald auch wieder ein Projekt, ne, mit ihm zusammen wahrscheinlich. Ja. Entspannt. Dann haben wir halt... Guck mal, dann haben wir halt schon mal bessere Band. Das muss ich halt auch noch abmachen. Ich glaube, die Fackel saß hier, ne? Also, kommt da hin. Dann haben wir das schon mal. Was ich empfehlen würde, ist, wenn du was baust, dann timelapse du das einfach, weil das wäre ein bisschen cooler als also mit Musik und so. Also kann man das machen, muss man nicht. Wenn man will, kann man das machen. Wäre halt irgendwie ein bisschen cooler. Also wenn, meiner Meinung nach, also kannst du bauen, musst du nicht machen, aber ja. Fertig. Weil dann sieht es schön aus. Als aus. Sieht schön aus. Es ist halt besser, als wenn man Dirt verwendet im Keller, deswegen. Dirt im Keller sah ja, okay. Halt auch hier nicht gut aus. Ja, okay, da hat er recht. Deswegen. Baust halt mal die Wände aus. Den AFK-Raum mache ich entweder mit. Also mache ich mit euch im nächsten Video. Und dann arbeiten wir daran. Dass der, ja, so cool aussieht, oder? Erstmal arbeiten wir halt an den Wänden. Ich hab, wann habt ihr eigentlich später Schule? Weil ich hab am Montag wieder Schule. Ich muss am Montag wieder zur Schule, heißt, ich muss dann halt auch Videos vorproduzieren. Ich muss wirklich Videos vorproduzieren. Der Typ, muss ich sagen, also der ist richtig korrekt, ne? Ey, das ist einfach, der Typ, der macht was, was ich die ganze Zeit nicht schaffe. Er macht Videos. Ich hab gar keine Zeit. Der hat jeden Tag, wie ich schon jeden Tag, kommt zu verschiedenen Uhrzeiten. Das finde ich, das ist wirklich, das ist, da hab ich ein größer Respekt, den ich habe. Das ist immer so. Ja, ich habe jetzt keine Lust, also so, ich habe keine Zeit, ein Video zu machen. Ich habe keine Zeit. Hey, wieso? Kann man das nicht? Ich habe keine Zeit, was zu machen, weil ich meistens halt unterwegs bin und so, habe ich keine Zeit. Weil ich habe meistens zwei Tage habe ich bis für 16 Uhr Schule, hab dann. Hey, wieso? Alter, wieso kennt man denn gar nichts mehr? Ja, okay, warte mal. Warum? Ja, dann aber danach und dann an einem Tag bis 14 Uhr. Also am Dienstag habe ich immer bis 14 Uhr. Spannend. Muss dann aber noch zu einem Termin, weshalb ich dann keine Videos mache, also das Video auch vorproduzieren muss. Also ich produziere dann in der Woche immer 3 Videos, also mehr. Vielleicht produziere ich halt auch mehr Videos vor, damit ich Donnerstag und Freitag nicht aufnehmen muss. Und dann, ja, weil ich muss halt auch an einem Projekt, ja, arbeiten, deswegen ist es halt... Das Projekt, da muss ich halt auch mitmachen, weil ich
da die Leitung bin und muss dann halt sagen, es muss so sein und so. Deswegen, so, ich kann halt, muss dann halt Videos vorproduzieren. Das halt, ja, schon viel Zeit kostet. Also es ist, Oh, das geht gar nicht schön, ne? kostet halt schon viel Zeit. Deswegen. Kann ich verstehen, und halt so, ich meine, da Schule und wie auch immer, so, man kann es ja machen, so. Bei mir kommt es halt, wie gesagt, dann meistens, das so, ich, habe ich noch, glaube ich, gesagt, abends kommen immer, oder zumindest abends, einen Tag vorher, produziere ich die vor. Und dann immer, nächsten Tag, kommt um 13 Uhr eine Reaction. Und jetzt die Tage kommt auch wieder ein Gaming-Video, aber ich muss dann noch gucken mit der Zeit und so. Weil ich halt, glaube ich, mich mit einem Kollegen treffe. Ich weiß gar nicht, was genau nochmal ansteht, aber kann sein, dass ich auch mit meiner Familie irgendwas mache. Das muss ich dann aber gucken. Schalte dann spontan. Und ja. Wollte ich mal gesagt haben, ne? Respekt auf jeden Fall an ihn. Also es ist wirklich viel Zeit an diesem Projekt, was wir hier machen. Aber wir sind halt auch bald fertig. Hoffentlich, weil ich hoffe, das halt auch irgendwann nicht mehr an diesem Projekt zu arbeiten, weil. Aber ich habe halt auch Zeit. Also ich wollte schon fragen, warum das auch aus Holz ist. Aber das ist doch die Wand vom Lager. Entspannt. Deswegen. Aber diesen AFK-Raum, also Raum, bauen wir halt irgendwann auch noch. Ja, aber ich meine jetzt ganz ehrlich, es ist cool im AFK-Raum, aber wie genau funktioniert der AFK-Raum überhaupt? Also, weiß nicht, es gibt halt so in GTA so, es ist Minecraft, ja, aber in der PS, da musst du an der Stelle gehen und dann bewegt er sich automatisch, so. Das heißt, ja, und ja, das würde ich gerne wissen. Mal besser. Ich schreibe hier Alter. erstmal Schild AFK Raum und das hier ist ein Geheimgang. Hey. Ich sitze heute auf dem Stuhl. Ja, ich sitze in dem Stuhl. Keiner sitzt, ist meine Frage. Kurz bemerkt, ich sitze in dem Stuhl. Eine Mutter oder so? Drachenei, da, 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 da. Ich kann ja mal so ein bisschen Essen im Ofen machen. Aber das Haus bauen wir halt irgendwann noch mal so. Da hinten wird halt ein Büro gebaut, das halt auch schon viel Zeit kostet, ja. Aber wir sitzen halt schon viel am Haus hier. Dann werde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Ciao! Wasser, ich hoffe, es hat dir gefallen. Checkt das Kanalvideo ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis die Tage. Ciao, Leute.